Ey Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem atemberaubenden Kanal. Heute geht's los mit Little Nightmares 2 und deswegen nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und ab mit dem Video. Viel Spaß euch. Hört sich sehr schön an. Oh nein, das ist die. Alle, nur nicht sie. Warum? Warum die mit dem komischen Kopf, die den einfach 20.000 Kilometer weiter weg machen kann? Mann, ey. Sie komponiert, ja, das hab ich gemerkt gekriegt. Oh nein! Ihr wisst, was wir machen müssen, ne? Das Teil, was da neben mir steht, müssen wir rüberschieben. Ich wusste, was hier gerade gleich aufhört. Ich denke immer, wenn sie langsamer wird, ist sie kurz davor zum Stoppen, ja? Das glaube ich auch. Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Alles gut. Wir warten kurz, bis sie anfängt wieder zu spielen. Oh, nee, doch nicht. Wir warten doch nicht. Hallo? Oh, Digga! Was ist denn hier los? Schnell, 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 schnell! Wie lang kann sie ihren scheiß Kopf machen? Bis wohin geht der denn? Um die Erde. Ich glaube auch, Alter. WTF? Wie lange konnte die den machen? Ich glaube, die konnte sogar noch länger. Aber sie hat uns ja nicht mehr gesehen. Weil wir halt einfach die meisten einfach stecken sind. Aber dass hier noch irgendwelche Lebewesen sind, obwohl das so aussieht. Das ist krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ah, ich glaube, das bricht zusammen, wenn wir rüberlaufen. Habe ich so ein Urin. Wow, das sieht super geil aus. Boah, das musste ich gerade auf mich ergehen lassen. Das sah richtig geil aus. Aber hier sind auch öfters mal, wie auch hier, Klamotten einfach so, als säße da vorher jemand und ist einfach so disappeared und seine Klamotten sind aber da geblieben. Ihm ist kalt. Er hat auch nicht so einen stylischen Hut wie wir. Nein, ich wollte nicht runter. Nein, nein, ist alles in Ordnung. Weil je weiter nach vorne geht der Deckel noch auf. Okay, so. Ich dachte, wir könnten nur den nach links und rechts schieben. Okay, gut. Jetzt aber. Oh, ich habe mich nicht festgehalten. Das ist ein alter Fernseher, den kannst du nicht einfach ohne Kram bewegen. Hey. Oh. Danke. Nein, bleib da oben. Bruh. Das ist aber auch recht, ja, ohne Kram. Vor allem, wir sind so fucking klein. Ja, natürlich, Alter, wir brauchen mehr als nur einen Kran. Ich habe vergessen, die Haltetaste zu drücken. Du kannst doch wenigstens rüberspringen, Bruder. Du bist doch viel, viel krasser als wir. Ich schwöre. Kann er hier rüber oder müssen wir ihm helfen? Okay, er kann das. Gut. Ich hätte ihm auch gerne geholfen. Ja, er hat halt nichts irgendwie, keinen Hut oder so. Er muss durch den Regen laufen. Ah, wir haben auch barfuß, ich wollte gerade sagen. Und barfuß dazu noch, aber wir sind ja auch barfuß unterwegs. Oh, noch so ein kleiner. Warum sind hier so viele kleine Männer? Also kleine Menschen. Warum denn so viele? Was ist denn passiert überhaupt? Ich würde gerne jeden Einzelnen helfen. Oh, was ist das? Ich dachte, das wäre irgendwas. Nein, doch. Ein Regenmantel. Echte Farben. Errungenschaft freigeschaltet. Wow. Vielleicht sind die Menschen nicht verschwunden sondern wurden geschrumpft. Ja, aber was sind dann diese puppenartigen Dinger oder dieses Ding, was einfach seinen Kopf 10 Kilometer weiter weg von seinem Körper bewegen kann? Der hat sich genauso angezogen wie der vom Little Nightmare 1. Genau das hat er an, was er an hatte. Mutant, der nicht geschrumpft wurde. Ja, okay. Und die Tonpuppen da, die wir einfach so mit einem Schlag zerhauen können? Was ist das? Experiment? Keine Ahnung. Hätte ja sein können. Achso. Dann muss das ja so eine Art Experiment gewesen sein, das fehlgeschlagen ist und dann halt sie irgendwie ausgeartet sind und halt die normalen Menschen verkleinert haben oder so. I don't know. Das könnte es vielleicht sein. Das wäre aber auch jetzt gerade die einzige Möglichkeit, also die einzige Sache, die mir irgendwie einfallen würde, was es sein könnte. Oh. Da konnte ich mal kurz nicht weiter.
Und die Keramikpuppen sind Testobjekte. Hm. Errungenschaft freigeschaltet. Gut unterrichtet. Sind wir jetzt aus der Schule raus oder sind wir jetzt immer noch in der Schule? Nein, das ist keine Schule mehr. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Das sieht aus wie ein Knast. Oder eine Irrenanstalt. Jetzt Krankenhaus, Action oder Knast? Das denke ich mir auch. Eins von beiden. Oder eine Irrenanstalt hat noch. Das sind drei Optionen. Aber dass da Gitter vor ist, kann ich mir eher vorstellen, das wäre so eine... Oh! Das ist tief. Das ist mehr als tief. Ich hätte so Angst. Und der ergönnt sich einfach so, als wäre es nichts. Als wärst du das Normalste der Welt, als hätte er das alles schon mal durchlebt, sowas. Boah, ich hätte beinahe losgelassen. Was ist das? Klopapier? Nee, das sind, glaube ich, Sicherungen, oder? Nee. Können wir das da reinstecken? Könnte ja sein können. Vielleicht können wir das nehmen. Das nehmen, gegen das andere werfen, damit es rauskommt und wir das dann da reinstecken können oder so. Versuch es wert. Wir müssen das da irgendwie rauskriegen. Ah, okay. Wir hätten es einfach rausziehen können. Wie sie auch einfach machen, ne? RIP. Das war schlecht von uns. So einfach geht's, ja. So einfach. Oh! Nein! Schnell hier rüber. Schnell, hallo. Zieh mit mir, schnell, 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 schnell. Ich glaube, das fällt gleich. Wir werden sowas von geschehen. Wir werden sowas von mit runtergefahren. Taschenlampe. Das Auge. Ich glaube, wir sind in der Irrenanstalt gelandet. Und dass wir jetzt eine Taschenlampe bekommen haben, habe ich... Das... Nee. Jetzt kriege ich Gänsehaut. Mega Gänsehaut, dass wir jetzt einfach eine Taschenlampe bekommen haben und dass es hier dunkel ist. Überall war die ganze Zeit Strom und hier auf einmal nicht mehr. Da hinten hätten wir lang gekonnt. Wir müssten da sogar lang, scheiße. Wir müssen da oben lang. Warum ist es denn jetzt auf einmal hier dunkel geworden? Das ist doch nicht wahr, das will ich nicht. Ich will das nicht.
Ich habe ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache hier. Ich habe ich habe ausgeschaltet. Batterie war nicht leer. Och nö. Och nö. Wieso denn? Müssen wir noch weiter geradeaus? Ja, hier ist nichts. Müssen wir jetzt dieses Ding hier ziehen?